Ja, und damit herzlich willkommen zurück hier auf Stratocopter TV. Ich meinte natürlich, na, ihr kleinen Racker. Heute zum ersten Teambuilding-Video. Ja, es ist der zweite Spieltag, aber ich sagte ja schon im letzten Match, letzte Woche leider nicht dazu gekommen. Diese Woche, ich sag mal so, ich könnte jetzt auch im Bett liegen und ich würde es nicht bereuen. Aber ich habe ja versprochen, ich mache ein Teambuilding-Video. Deswegen sollt ihr ein Teambuilding-Video kriegen. Es ist leider Gottes der zweite Anlauf, denn ich hatte das erste Teambuilding-Video zu Ende aufgenommen und habe dann im Nachhinein mitgekriegt, dass ich stellenweise sehr übersteuert war und das wollte ich euch nicht zumuten. Das erste Video ging so 40 Minuten und wie man vielleicht hört, habe ich einen etwas angeschlagenen Hals, bin dementsprechend etwas rau in der Kehle. Wir werfen mal eben einen Blick auf den Kader des Gegners. Wovor haben wir denn da Angst, beziehungsweise haben wir überhaupt Angst? Antwort: und wie? Also ich habe mir schon fast alle Kader mal angeguckt, um so grob zu gucken, was wir gegen die machen können. Und ich sag euch, in 60% der Fälle ist ein Late Game Marshadow immer die Antwort auf ein gutes Match. Das gewinnt natürlich nicht immer, aber ja, es macht viel. Das Problem ist, dass dieses Team Marshadow so hart denied. Das ist gar kein Spaß. Aber wir fangen einfach mal, bevor wir über meine Mons reden, damit an, über Krauts Team, die Gengar Busters, zu reden. Übrigens Props für dieses Naming Theme. Ich mag Gengar, ich mag die Ghostbusters. Also definitiv mega nices Logo. Aber egal, wir fangen an. Kraut hatte ja den absoluten First Pick der Season, also Pick 1, Runde 1, und hat sich für Xerneas entschieden. Und Gott, das ist eine goldrichtige Entscheidung. Für die Leute, die nicht alle Spiele gesehen haben, Kraut hat den letzten Spieltag 5:0 verloren, hätte ihn aber noch 2:0 gewinnen können, wenn Xerneas seine zwei Fokusblasts nicht gemisst hätte und beim dritten die Minroll getroffen hätte. Dementsprechend, ja, super gefährliches Mon. Geokontrolle oder Geomancy mit Power Herb gibt dem Ding plus 2 Initiative und an beiden speziellen Werte, also Angriff und Verteidigung, plus 2. So viel schon mal vorweg, das One-Hitted in meinem Team quasi alles. Heißt, wir müssen da aufpassen. Problem an der Geomancy ist ja, dass es ein Boosting-Move ist, der entweder zwei Züge braucht, oder halt durch den Power-Herb direkt ausgeführt wird. Das bedeutet, vor der Geokontrolle ist Xerneas langsamer als Marshadow. Heißt, Marshadows Diebesschatten trifft vor der Boosting-Attacke. Heißt, naja, wir kriegen die Boosts nicht geklaut. Nach der Geokontrolle ist Xerneas schneller als ein Scarfed Marshadow. Das heißt, selbst dann haben wir nicht mehr die Chance, uns die Boosts zu klauen. Ja, jetzt haben wir natürlich Möglichkeiten, darum herumzuarbeiten. Zum Beispiel Prioritäten. Wir haben mit dem Patronenhieb und dem Schattenstoß von Metagross und natürlich auch Marshadow zwei super starke Stab und einen sogar sehr effektiven Stab als Prio gegen Xerneas, wodurch wir damit echt eigentlich ganz gut fertig werden könnten. Aber als nächstes kommt einfach Tapu Lele, bringt das Psychofeld mit und denied uns einfach jegliche Priorität, die wir im Team haben. Ist das nicht toll? Nein, ist es nicht. Ist es nicht. Darüber hinaus ist das Ding natürlich selbst auch noch bockstark. Also, was soll man dazu sagen? Es verstärkt Psychoattacken und hey, es hat selbst Psychoattacken. Unsere einzige Antwort auf Psychoattacken ist ein verdammtes Nachtara. Das wird einfach sehr effektiv von der Mondgewalt getroffen. Ja, ihr seht also, wo die Reise hingeht. Ja, und wo die Reise hingeht, das gefällt mir gar nicht. Nämlich zum dritten Platz in Krauts Team, zu seinem dritten Pick, die Deoxys in der Angriffsform. 150 Speed, damit 25 Basepunkte über dem zweitschnellsten Mon im Matchup. Das also damit schnellste Mon hier im Match. Dazu ein bestialischer 180er Angriffswert. In beiden Werten! In beiden verdammten Werten, ja. Der Psychoschub, eine 140er Base-Attacke, die im Psychofeld geboostet wird. Ja, Leute, ihr wisst, wo die Reise hingeht. Hier gibt es auf jeden Fall ordentlich ins Gesicht. Und das tut weh. Als nächstes kommt Darkrai. Darkrai teilt sich mit Marshadow zusammen mit 125 Base-Speed. Tatsächlich Platz 2 der schnellsten Mons in diesem Matchup.
Darkrai, wahrscheinlich super gefährliches Mon, keine Ahnung. Ich habe mich mit dem Mon viel zu wenig beschäftigt wahrscheinlich. Und am Ende des Tages, wenn wir von Darkrai kaputt gemacht werden, haben wir das verdient. Aber ich konnte mich nicht auch noch auf Darkrai konzentrieren. Es tut mir leid. Darkrai gehört also in die Kategorie der Mons. Müssen wir nebenher irgendwie mit klarkommen. Als nächstes haben wir dann Klefki, die dritte Fee im gegnerischen Team. Mega eklig auf jeden Fall. Kann spiken. Glücklicherweise ist der Strolch so ein bisschen behindert durch das Psychofeld, sodass wir nicht so viel Angst vor Donnerwelle und Toxic haben müssen. Heißt aber nicht, dass er es nicht spielen kann. Er kann halt immer noch das selbst timen. Wenn er dann einen Gameplan hat, der das dementsprechend hergibt, ist das gefährlich. Was auch gefährlich ist, und zwar wie Sau. Das ist bei mir auf der Gefahrenliste auf Platz 3 dieses Teams. Auf Platz 1 Xerneas, auf Platz 2 Deoxys Attack und auf Platz Nummer 3 haben wir Aggron. Und zwar, weil Aggron mich mega hart cockblocken kann. Ich krieg das Ding halt nicht geone-shottet. Ich krieg es mit manchen Mons nicht mal getwo-shottet. Und es gibt Mons, die brauchen 5 Hits, um das Ding zu zerlegen. Und das Ding haut halt zu hart zurück, um zu sagen, ja, nimm dir mal ruhig 5 Runden Zeit, um mich kaputt zu hauen. Witzig. Dann Voltulos. Mega starkes Mon, aber hey, ich konnte mich nicht auch noch darauf vorbereiten. Keine Ahnung, wie das gehen sollen. Ich habe meine Stärke nicht im Teambuilding, das weiß ich. Aber ich bin an diesem Team verzweifelt. Aquana. Soll er bitte mitnehmen? Bitte nimm Aquana mit, Crowd. Wenn du es mir echt leichter machen willst, nimm Aquana mit. Danke. Garchomp. Für mich das coolere Zygarde. Ja, wir dürfen Zygarde 100 spielen und haben damit diesen ekligen Move, diesen ekligen HP-Pool von 232 oder 216 oder so. Also als Base. Mega gut, aber Zygarde ist nicht mein Spielstil. War es in der GPL nicht, ist es gefühlt auch hier nicht. Kleines Gedankenspiel zu Zygarde. Zygarde muss mindestens auf plus 4 gehen, um effektiv das Zeug zu one-shotten, was es alles one-shotten soll mit Dragon Dance. Also ein defensives Xerneas nimmt halt ein plus 4.000 Pfeile noch ganz, also was heißt ganz okay. Es wird sich danach nicht mehr boosten und so, aber es kann halt noch zurückhauen, je nachdem. Wenn ich mich beim Kalk jetzt nicht ganz vertan habe. Aber ja, wir haben halt nur einen 100er Base Attack und Garchomp, um jetzt wieder zurück zum Thema zu kommen, liegt mir viel eher. Es ist mit 7 Base-Punkten etwas schneller, hat mit 102 halt eine Speed-Base, mit der du alle 100er Scarfer outspeedest und trotzdem ordentlich reinhaust. Also Garchomp, absoluter Lieblingsdrache. Da lasse ich nichts drauf kommen. Und ja, Arceus-Kampf. Sehe ich gar nicht so gefährlich gegen mich. Haben wir auf jeden Fall Antworten drauf. Weiß ich nicht mal, ob Crowd vorhat, das mitzunehmen. Es ist natürlich nicht schlecht, es ist immer noch ein motherfucking Arceus. Aber auf der Gefahrenliste sehe ich das tatsächlich irgendwo, ja, mit Voltulos und Darkrai zusammen hinter Garchomp auf Platz 5. So, also Xerneas, Lele, Deoxys sehe ich als gesetzt an. Aggron sehe ich als gesetzt an. So, dann hat er noch 2 Plätze frei. Kann ich mir Garchomp und Darkrai ganz gut vorstellen. Das sind so die 6 Mons, die ich erwarte. Was nicht heißt, dass es die Mons sind, die er mitnimmt. Auf jeden Fall müssen wir uns da natürlich irgendwie darauf vorbereiten. Und das ist halt, wie gesagt, für mich... Also ich habe viel Zeit in dieses Teambuilding investiert. Mehr als viele andere. Und bin immer wieder zu dem gleichen Schluss gekommen. Nämlich, dass ich dieses Matchup hasse. Wir können ja erstmal anfangen. Wir haben Marshadow natürlich dabei. Marshadow trifft in diesem Team ziemlich, ziemlich viel. Wir haben den Spectral Thief, also den Diebesschatten. Damit treffen wir sowohl Deoxys als auch Lele sehr effektiv. Wir haben den Nahkampf dabei. Damit treffen wir Aggron. Damit treffen wir Darkrai sehr effektiv. Und alles andere neutral. Also alles, was wir nicht mit Diebesschatten sehr effektiv treffen, neutral. Außer Xerneas. Das treffen wir bisher nur einmal neutral. Dann haben wir noch den Ice Punch. Den ersetze ich eventuell noch durch den Poison Jab. Behalte ich mir mehr hervor. Beziehungsweise ich behalte mir noch mehrere Moves vor. Ganz, ganz wichtig ist auf jeden Fall die Verfolgung. Die brauchen wir hier unbedingt. Denn Verfolgung ist mein einziger Play, um safe mit Deoxys Attack fertig zu werden. Für Deoxys Attack müssen wir was sacken. Thema gegessen. Also Deoxys Attack kommt rein und claimt einen Kill.
Dann gehen wir in Marshadow, drücken Verfolgung, bleibt er drin, tötet Verfolgung, geht er raus, tötet Verfolgung. Ende der Geschichte. Problem ist, Scarfed-Variante, wir drücken Verfolgung, töten Deoxys, Xerneas kommt rein, drückt Geomancy, wir haben ein plus zwei Xerneas vor uns stehen. Das ist gefährlich. Das ist arschgefährlich. Egal. Wir könnten, ich habe lange überlegt, den Scarf zu faken. Also Marshadow wirklich erst reinzuholen, wenn Deoxys Attack einen Kill geclaimed hat, um zu bluffen, wir hätten den Scarf. Wenn er dann rausgeht und wir kamen Pursuit, mega nice, dann könnten wir danach halt viel variabler auf alles reagieren. Und wir würden halt, wenn wir dann Poison Jab spielen würden, also wenn wir Scarf spielen, spielen wir definitiv, kein Scarf spielen, spielen wir definitiv Poison Jab. Dann könnten wir dem reinkommenden Xerneas 70% machen, bevor es die Geo-Kontrolle bekommt. Danach müssten wir Marshadow oder was anderes abwerfen, ja. Aber wir könnten arbeiten und könnten dann in unsere tatsächliche Xerneas-Antwort gehen, um damit was zu machen. Aber wir kommen jetzt noch nicht zur eigentlichen Xerneas-Antwort, sondern zu einer unserer zwei, sag ich mal, Win-Conditions. Und zwar Arceus Fee. Denn wenn wir uns das gegnerische Team nochmal ins Gedächtnis rufen, gibt es da zwei Mons, die eine Feenattacke resistieren. Und die sterben beide tatsächlich ganz okay an einem Fireblast. Speziell defensives Mega Aggron nimmt tatsächlich auch auf plus 1 noch bis zu 2 Fireblasts. Also stirbt entweder am zweiten oder am dritten. Deswegen ist die Devise Aggron jedes bisschen Chip ins Gesicht zu drücken, das wir können. Das ist super wichtig hier. Denn wenn wir es tatsächlich schaffen, alles anzuhauen und Arceus ein, zwei Call Mines rauskriegt, dann ist die ganze Geschichte nur noch halb so gefährlich. Win Condition. Muss nicht funktionieren. Kann halt auch sein, dass wir Arceus irgendwann mal abwerfen müssen, weil das gegnerische Team zu unfassbar stark ist. Als nächstes haben wir, Call Mind Version mit Recover, Judgment und Fireblast, erklärt sich ja wahrscheinlich von selbst. Habe ich wahrscheinlich hier auch eingeblendet. Ich weiß noch gar nicht, wie ich das Ganze hier grafisch lösen möchte. Als nächstes haben wir Mega Metagross als Switch-In für Lele hauptsächlich. Wir spielen hier den Zen-Kopfstoß. Eventuell wird das noch gegen den Ice-Heap eingetauscht, denn der Zen-Kopfstoß, der ist richtig gut gegen Arceus-Kampf und dafür ist er dabei. Und natürlich, weil er alles, was er neutral trifft, richtig, richtig kaputt machen kann im Psychofeld. Der Meteor-Mash darf hier nicht fehlen. Der Gegner hat 3 Feen. Zugegebenermaßen, Klefki ist nur eine halbe Fee, weil nicht sehr effektiv von Stahl getroffen wird. Aber trotzdem tut der Meteor-Mash da weh. Auf Lele ist es ein garantierter One-Hit. Und auf Xerneas macht es seine 70%. Wir spielen hier so viel Speed Investment, dass wir ein Guard-Jump outspeeden. Deswegen sind wir nicht besonders bulky. Ich weiß nicht, ob wir 2 Specs Spukbälle von Lele nehmen werden. Ich wage fast zu behaupten, nein. Wir nehmen auch keine 2 Psychoschübe von Deoxys. Nichts nimmt 2 Psychoschübe von Deoxys. Den zweiten eventuell, weil der ist ja um 2 reduziert, aber trotzdem. Und wir spielen hier noch Brick Break. Zum einen natürlich, weil ich Aggron sehr effektiv treffen möchte. Zum anderen, weil wir hier Angst haben müssen, dass Kraut mit seinem Lele wieder Screens aufsetzen möchte, um seinem Xerneas das Setupen zu erleichtern. Das dürfen wir auch nicht zulassen. Und dann spielen wir doch Agility, denn wenn wir es tatsächlich schaffen sollten, Metagross bis ans Ende zu behalten, ist ab einer bestimmten Range auch jedes Mon ziemlich tot. Wir haben eigentlich die Möglichkeit, fast alles in seinem Team, außer Mega Aggron und eventuell physisch-defensives Aquana zu two-hitten. Wenn dann schon überall ein bisschen Chip drauf ist, könnte ein plus 2 Speed Metagross auf jeden Fall hier die Arbeit machen, die es verdient. Kann aber auch natürlich sein, dass es ganz, ganz unverhältnismäßig schnell an einem Spukball-Crit droppt oder so. Ich habe keine Ahnung. Crowds Team ist AIDS. Hashtag der Folge. Und wozu man gezwungen ist, wenn man sich mit einer ganz schlimmen Krankheit rumärgert, natürlich ist Crowds Team nicht wirklich AIDS, das sind Maßnahmen, zu denen möchte man nicht greifen, um jetzt wieder hier zurückzukommen. Wir haben hier tatsächlich ein
Dialga komplett spezialdefensiv mit Assault Vest. Und jetzt könntet ihr natürlich denken, Strato, was hast du geraucht? Warum spielst du ein speziell defensives Assault Vest, Dialga? Was willst du damit tun? Ja, ich will den plus 2 Mondgewalt oder Fokusstoß von einem fucking Xerneas tanken, um mit einem Metal Burst zurückzuschlagen. Ja. Plus 2 Fokusstoß macht auf dieser Range Max Damage 95%. Heißt, wenn wir einmal in Spikes und Tarnsteine kommen, eine Layer Spikes plus Tarnsteine, besiegeln diesen Plan schon. Also, das ist super am Limit. Wenn das funktioniert, werde ich mich verdammt nochmal freuen. Die Audiospur wird in dem Moment so hart übersteuern von meinem Lachen der Freude. Wenn es nicht funktioniert, funktioniert es nicht. Also, ich würde so gerne motivierter oder ambitionierter an diesen Kampf rangehen, aber nein, ich weiß einfach nicht. Ja. Ihr seht, dazu hat mich dieses Matchup getrieben. Ja, wir spielen hier Draco Meteor, den ich eventuell noch gegen einen Ice Beam tausche. Das Ding ist, der Draco Meteor ist für den Fall da, dass er doch Aquana mitnimmt. Der Ice Beam wäre natürlich besser gegen vieles, denn er hat halt 3 Feen und einen Steel-Type. Das bedeutet, der Draco wird echt nicht oft gedrückt, weil ich beide Feen und einen der Steel-Types erwarte. Das ist halt... Ja, der Draco ist halt dabei für den Fall, dass ich ihn irgendwann brauche. Aber ich glaube nicht, dass ich ihn auch nur einmal drücken werde. Ich habe die Flash Cannon dabei, eben für die Feen und die Earth Power eben für Aggron, für den Fall, dass wir da doch mal drin sind, dass wir da ein bisschen neutralen Schaden machen, denn es gilt, Aggron auf ca. 30% zu bekommen, bevor wir mit Arceus anfangen können, uns aufzusetzen, damit es überhaupt Sinn hat. Ja, das nächste Mon muss tatsächlich für viel herhalten. Es soll nämlich sowohl Aggron in Schach halten, falls es mal eine Art offensiveres Aggron ist, als auch, wie heißt es? Garchomp. Ja, wir sind hier hauptsächlich da, um Garchomp zu tanken. Erdbeben sind wir natürlich immun gegen. Trotzdem, müssen wir mal gucken. Ja, wir spielen hier Discharge, einfach weil ich diese 30% Paralysechance eher sehe als den Extraschaden, den wir durch Donnerblitz machen würden. Wir spielen die Hidden Power Ice, denn wir sind der Switch-In für Garchomp. Wäre dann auch schön, wenn wir Garchomp irgendwie wehtun könnten. Wir spielen den Protect noch. Der Protect ist hier auch ein, ich will nicht sagen Platzhalter, aber den könnte ich durchaus kurzfristig noch gegen eine Kehrtwende austauschen oder gegen einen Lightscreen. Protect ist jetzt erstmal drauf, um Leftovers Recovery zu holen, für den Fall, dass wir schon mal Chip gefressen haben, dass wir Garchomp vielleicht besser im Schach halten können. Auf Garchomp fällt nämlich mein Verdacht für den gegnerischen Scarfer. Garchomp oder Lele sehe ich hier als Scarfer tatsächlich. So, wenn der Gegner da auf Drachenklaue gescarft ist, also gechoiced ist, können wir natürlich jederzeit einfach in Arceus gehen. Und wenn bei Lele sieht es dann halt ähnlich aus, wenn das gescarft ist, müssen wir da halt auch was werfen und so weiter und so fort. Auf jeden Fall können wir damit scouten, wir können das Psychofeld ausstallen, wir können eventuelles Lichtschild oder Reflektor vom Gegner ausstallen. Und ja, den Roost haben wir natürlich drauf, um uns zu heilen. Toxic wäre auch noch eine Möglichkeit anstatt Protect, aber da wir hier auch Aggron handeln sollen, könnte es sein, dass das Matchup gegen Aggron zu oft zustande kommt und da wäre dann tatsächlich ein Toxic einfach ein toter Slot. Sein Switch in Zapdos ist halt vielleicht ein speziell defensives Arceus. Garchomp selbst, wenn er mit der Elektroattacke rechnet. Ja, also Toxic ist halt gut. Auch Klefki könnte reinkommen. Das ist, Toxic ist so ein 50-50-Play. Wie du hast gesagt, ich behalte es mir vor, vor dem Match diese Sets noch zu ändern. Ja, und jetzt kommen wir zu dem Mon, das das ganze Matchup überhaupt erst erträglich macht. Also ansatzweise. Nämlich Victini, denn ja, Victini, Feuer, Psycho, wir resistieren Feenattacken, wir resistieren Psychoattacken. Hey! Können wir eigentlich allem, was ich so richtig gefährlich fand, resistieren. Wir können mit V-Generatoren richtig dickes Loch in Aggron stempeln. Wie jetzt?
ich habe gar keinen Victini. Was habe ich denn dann als letztes bekommen? Oh. Botobil. Ja, ihr seht's richtig. Der zweite Kampf der LPP und schon sehe ich mich gezwungen, hier Botobil mitzunehmen. Warum sollte ein geistig normaler Mensch Botogel mitnehmen, fragt ihr euch jetzt. Und wenn ihr euch das fragt, seid ihr geistig normal. Ja, ich erwähnte schon einmal, dass meine Win Condition hier Arceus ist. Und die funktioniert erst, wenn Stolos in einem gewissen Zustand ist. Am besten tot, alternativ reicht mir auch alles unter 40%. Ja, und dafür ist Botogel da. Und jetzt alle so, wie soll Botogel denn Schaden an solcher Höhe an einem Koloss wie Aggron machen? Ja, mit Konter. Also, dieses ganze Set hier funktioniert nur, wenn der Gegner, also Kraut in diesem Fall, mit Aggron leadet. Leadet Kraut mit Aggron und wir mit Delibird, dann geht's rund. Wir drücken in der ersten Runde Spikes, er drückt in der ersten Runde Tarnsteine oder greift uns an. Müssen wir gucken. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass er in der ersten Runde Tarnsteine legen will. Wir drücken in der ersten Runde Spikes. Also, dieses komplette Botogel-Stolos-Matchup ist in jeder Runde eine 50-50. Aber ich habe mich für mehrere Eventualitäten gerüstet. Eventualität Nummer 1. Gegner drückt in der ersten Runde Tarnsteine. Wir können in der ersten Runde Spikes drücken. Also damit verlieren wir nie. Greift der Gegner uns aber in der ersten Runde an, sind wir auf dem Focus-Sash runter. Ist aber okay. Dann kommen wir halt nicht mit Counter an den Kill, sondern mit Destiny Bond. Eventualität Nummer 2. Er spielt weder Steinkante noch Ice Heap noch Ramboss. Sondern haut uns mit einer Drachenhude raus. Das Delibis Bird Set ist voll im Arsch. Funktioniert nicht mehr. Eventualität Nummer 3. Er greift uns in der ersten Runde an, haut uns auf dem Sash runter, ohne uns rauszuschmeißen. Ja, wir drücken halt Destiny Bond raus. Eventualität Nummer 1. Er drückt in der ersten Runde Tarnsteine, wir in der ersten Runde Spikes. Wir drücken in der nächsten Runde Rapid Spin, um die Rocks wieder wegzukriegen. Er greift uns an. Wir sind auf 1 KP, dritte Runde Destiny Bond, zack. Wenn er wirklich mit Aggron leadet und den Baraten nicht riecht, können wir es schaffen, in den ersten drei Runden Aggron rauszunehmen. Und dafür ist Delibird da. So einfach ist es. Wir haben Spikes, Rapid Spin, Destiny Bond, Counter. Dieses Set wird nichts machen, außer eventuell gegen Klefki oder gegen Aggron. So, Ende. Wir haben es da, dafür da, dass es da ist. Es ist so, es tut mir echt weh. Victini hätte mir so geholfen. Und stattdessen lässt sich mein verdammter Ersatz bestechen und holt für 10 Euro einen fucking Botogel. Oh. Ja, selbst schuld. Ich hätte ja auch Freizeit haben können und nicht so anderweitig okkupiert sein können, zugegeben. Aber Botogel war niemals... Wisst ihr, mein Style-Pick als letzter Stelle, wenn ich nichts mehr brauche, wäre halt Kostur so gewesen eigentlich. Okay? Das hätte mir hier auch nicht geholfen, aber ich hätte wenigstens ein fucking Kostur so. Und außerdem hätte Kostur so wahrscheinlich ganz gut gegen Stolos agiert. Aber egal. Ja, wir haben hier Delibird. Und wenn Delibird funktioniert, werde ich nie wieder Scully dafür kritisieren, dass er es gepickt hat. Wenn es nicht funktioniert, werde ich Scully in die neuen Höllen verbannen. Ja. Also der Gameplan sieht wie folgt aus. Wir lieben mit Delibird, hoffen, dass wir damit in den ersten drei Runden Aggron gekillt kriegen, gehen dann einfach in Arceus, drücken Call Mind und gewinnen. Das ist der Gameplan, der nicht so stattfinden wird. Wird er nicht. Aber es wäre witzig, wenn, und dafür ist Delibird dabei. Ja, wenn ihr noch Fragen, Anmerkungen, Kommentare habt, dann ab in die Kommentarsektion nach unten mit euch. Ich zeige gerade verwirrt mit meinen zwei Fingern nach unten, das seht ihr natürlich nicht. Aber da freue ich mich natürlich, mit euch interagieren zu können. Verbesserungsvorschläge sind gern gesehen. Über Botogel lachen ist gern gesehen. Macht, was ihr meint. Wir sehen uns dann auf jeden Fall dann am Samstagmittag zum Kampf gegen Kraut. LPP Spieltag Nummer 2 gegen die Gengar Busters. Also, wenn ihr da Bock drauf habt, dann wisst ihr natürlich, wo ihr mich findet. Nämlich auf derselben Stelle, auf derselben Welle. Reingehauen.